Hallo und herzlich willkommen zur erstmal letzten Runde meiner Pizzaschlacht, zumindest von der ersten. Ich mache mir heute jetzt nochmal eine relativ einfache Pizza, aber ich möchte eben was damit ausprobieren. Und es ist eine Schinken, Zwiebel, Ei und Käse natürlich. Mehr kommt da gar nicht drauf. Und lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche, verarbeite ich den letzten Teigboller und machen wir somit die letzte Pizza in dieser Runde, weil danach habe ich erstmal die Nase voll von Pizza für eine Woche oder maximal 2 Wochen, dann gibt es wieder Pizza. Auf geht's in die kleine, aber feine Küche, meine Küche, Attacke. So, dann wären wir wieder hier. Meine Zutaten wieder das Pizzaioli, der Pizzateig, Mehl zum Bepudern, ganz klar. Mein Käse, den habe ich jetzt schon, den Mozzarella und den anderen Käse zusammen gemischt. Ein Ei, mein Schinken, den rupfe ich nachher dann gleich klein. Ja, und hier noch die Pizzasoße. Ja, Freunde, Mann. Dann fangen wir gleich einmal an mit dem Teig. Und ich bin ja gespannt, wie das heute wird. Nachdem der ja jetzt wirklich ein paar Tage rumoxidiert ist im Kühlschrank. Und der ist nochmal aufgegangen. Mit Luftblase hier. Und kleben tut er immer noch wie Sau. Oh je. Ja, Jesus Maria. Jetzt bin ich ja echt gespannt, ob wir heute nochmal eine schöne Pizza damit, eine halbwegs schöne Pizza damit hinkriegen. Es wäre schon schön. Der klebt ja nur schlimmer als gestern. Ich bin ja fast versucht, den auszurollen. Aber nein, die Zeiten sind vorbei, wo ich am Pizzateig roll. Was mir auffällt, bis zu einem bestimmten Stück geht es ganz gut. Zum Ziehen, zum Drücken und danach zieht er sich immer wieder zusammen. Das ist dann einfach irgendwie nicht mehr möglich, die Pizza noch ein bisschen größer zu machen. Außer man bricht sich stundenlang einen ab hier. So, das muss jetzt reichen. Jetzt machen wir es Pizza, Formen, Rate, Länderspiel, oder? So. Pizzasoße. Und habe hier jetzt noch schön Pizzaioli drauf. Weil dann kann ich das schon mal gar nicht mehr vergessen. Der Schinken muss jetzt heute auch weg. Den legen wir immer gleich in Doppelladung. Also das ist, glaube ich, jetzt halt echt dann eine mächtige Abendessen-Pizza. Wahrscheinlich schon wieder viel zu übertrieben.
Komm jetzt her, du blöde Zwiebel. Ach, leck mich doch. Dann halt nicht. So. Dann noch mal ein bisschen Käse. Und ich glaube, das Ei schlage ich dann... Schlage ich dann drauf, wenn es auf die Pizza im Pizzaofen liegt. Oder mache ich es vorher? Auf alle Fälle erst einmal die Pizzablechle drunter. Ohr, Ei, Ohr, Ohr. Ja, und dann Hände abspülen. Und dann stelle ich die Cam rüber zum Ofen. Der Ferrari ganz knapp unter 2,5 gestellt. Und Attacke, Attacke, Attacke. Jetzt bin ich da oben gekommen und ja, zwischen 2,5 und 3 drehe ich jetzt ziemlich genau in die Mitte. Timer mal auf 4 Minuten und dann macht er Pling, wenn fertig. Dann schauen wir online. 1,5 Minuten haben wir noch. Das mache ich ganz kurz auf. Hier ein bisschen Salz und Pfeffer noch an das Ei dran zu kriegen. Der Pfeffer. So, Deckel wieder zu. Jo, fertig. Backen lassen. Ja, ja, außen wird schon wieder etwas dunkler. Warten wir noch einen klitzekleinen Augenblick. Könnten hier aber jetzt auch noch ein klein bisschen runterdrehen und so die Pizza noch ein klein bisschen länger drauf lassen, dass sie noch ein bisschen mehr durchbackt, ohne dass sie jetzt von der Heizspirale außenrum komplett verbrannt wird. Das probieren wir jetzt einfach aus. Leute, ihr wisst ja, ich probiere mit dem Ding aus. Ja. Man merkt da hinten, wo die Heizspirale unterbrochen ist, dass die Pizza da hinten nicht ganz so toll ist. Okay, machen wir ganz aus. Dann erkläre ich die Pizza hiermit fertig. Tja, also hier im hinteren Bereich haben wir jetzt wirklich einen etwas nicht ganz so kross durchgebrutzelten Bereich, sage ich ja mal. Und wie schneide ich mir jetzt meine Pizza, dass ich schön das Ei essen kann? Ich möchte jetzt nur ein Stück mit Ei. Ja, unten drunter sieht sie auch wieder relativ gut aus. Das heißt relativ gut, wirklich gut. Ja, komm. Esse ich so jetzt am Stück runter und ganz klein bisschen noch ausdampfen lassen. Hilft nix.
Kalte Pizza schmeckt ja auch nicht unbedingt. Doch, kalte Pizza schmeckt auch. Oh. Die Idee, das Pizzaioli unten rein zu tun, kommt gar nicht mal schlecht. Richtig geil. Die Konsistenz vom Ei, ungefähr so wie ich sie auch von den Pizzas vom Italiener kenne, noch nicht ganz durch, leicht wabbelig, geil, 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 geil. Gleich bin ich dran am Ei. Jetzt bin ich dran. Leute, mein Ei läuft davon. Hier. Aber geil. Diese Variante ist noch geiler als irgendwelche anderen. Hm? Richtig, 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 richtig geil. Ich esse jetzt schnell fertig und dann sehen wir uns dann schnell zum Fazit. Okay. Boah, Leute, was soll ich sagen? Diese Pizza war wirklich auch extremst lecker und am allerleckersten war die Stelle, wo das Ei drauf war. Boah, richtig, richtig geil. Genauso wie dieser G3 Ferrari. Also diesen Pizzaofen kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Auch wenn man die Möglichkeit hat, draußen zu grillen, ist das Ding eine geile Anschaffung für drinnen, für daheim. Brutal geil. Also das Ding ist geil. Das war's dann erst einmal mit meinen Pizza-Videos. Ja. Ich denke mal, in ein, zwei Wochen kommt dann der nächste Schwall. Und da gucken wir mal, was wir da für Pizzas machen. Ihr könnt ja unter dieses Video ein paar Pizzakreationen schreiben, auf die ihr vielleicht Bock hättet, dass ich sie machen soll. Kein Fisch, kein Thunfisch. Also damit sind wir raus. Und auch keine Garnelen. Also, ihr wisst Bescheid, kommentiert, lasst ein Like da, sprich Daumen nach oben, lasst ein Abo da und kommentiert, was es Zeug hält. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, ich muss noch aufräumen, ich muss mich fertig machen, ich muss noch Zeug packen. Ja, ich fahre morgen weg. Aber das seht ihr dann. Ja, in den nachfolgenden Videos, wenn ich vorher in den Livestreams war. Tschaikowski, wir sehen uns.